Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Was zum... Nochmal ein Bier. Oh, 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 oh. Wir schauen mal, wo wir hier lang kommen. Was zur Hölle? Okay, da... Ah. Aber sehr gut, jetzt kommen wir genau in die Richtung, wo wir wollen. Zumindest fast. So, wir checken nochmal das hier. What the fuck sind das viele Schuhe? Kann nur ein Frauenzimmer sein. Okay, gut, gut, gut. Hey. Hätte ich fast übersehen. Okay. Und den PC. Windmill hacken. Können ja sonst nichts anderes. Das wird scheiße. Da muss man... Da klickt man sich ja die Finger wund ohne Mist. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh ja. Oh, yeah. Meine Fresse, bin ich gut. Hier, Phönix. Hive Master, bist du da? Rangehen, rangehen, bitte. Bitte. Mr. Van Bruggen. So eine Überraschung. Keine Zeit zu plaudern. Steht das. Seht. Seht. Jobangebot. Seht Jobangebot. Kommt drauf an. Was tun Sie, Ari? Wofür ich bezahlt werde? Nur diesmal. Sie sind Klienten nicht zufrieden. Das ist. Sie nie. Was könnte eine. Hä? Scheiße, was soll das? Windmill, hab Drave Lady nie so wütend gesehen. B-Trupp unterwegs, keine Rücksicht, empfehle, bla bla bla. Okay. Geben Sie Pritchard Bescheid, Malik. Der okay. Hacker, der uns angegriffen hat, nennt sich Windmill. Richtiger Name Ari van Bruggen. Beltauer soll ihn verhaften. Verhaften oder beseitigen? Wie auch immer, als er beschossen wurde, ist er untergetaucht. Wir müssen ihn finden. Aha, in der Nähe der Stelle, wo ich sie abgesetzt habe, gibt es einen Nachtclub, The Hive. Er ist in Schwarzmarktkreisen berüchtigt. Wenn der Holländer auf der Flucht ist, geht er dort als erstes hin. Ich rede mal mit dem Besitzer. Ich kann es einfach nicht verkneifen, verdammt. Irgendwie, ich meine, ich weiß auch nicht. Die ganze Zeit... ist da? Plüschtier! Warte mal. Da hat sich doch was geöffnet, oder nicht? Irgendwo hat sich was geöffnet. Zumindest hört man da ein bisschen. Vielleicht. Hier ist niemand, außer du und dein Freund. Keine Bewegung! Ah, das war ein bisschen doof. Ich wollte euch nicht mal töten, weißt du? Das ist es ja. Wollte euch ja nur betäuben. Aber nein, ihr musstet das Ganze ja wieder umdrehen und ich bin jetzt der Blöde, der euch töten musste, weißt du? Hättet ihr das gemacht, was ich eigentlich dachte, oder was ihr solltet, oder wie ihr euch verhalten solltet, dann wäre das alles kein Thema gewesen, ja? Aber nein, ihr müsst ja wieder das machen, worauf ihr Bock habt, ja? Und, ach, verdammte Scheiße, Mann, ich... Das wäre eigentlich auch ganz praktisch, das zu skillen, dass man hier irgendwie diese schwereren Dinger da hier aufheben kann. Schwere Objekte bewegen und werfen hier... Ja, schon viel besser. So. So, geht doch.
kann ihn aufwerfen. Wow. Bum, bum, bum. So, egal. Wir nehmen den Fahrstuhl nach unten. So. Wir haben 125 HP. Die Energie steigt wieder. Ja klar, die verbrauche ich natürlich bei schweren Dingen. Vielleicht Jensen, wäre das auch nicht. Ich dachte, Sie wollen vielleicht ein paar Infos, bevor Sie den Hive betreten. Der Besitzer heißt Tong Si-Hung. Tong ist der Nachname. Angeblich hat er Verbindungen zu den Triaden. Die Chefs des organisierten Verbrechens in China. Na großartig. Will sonst noch jemand ein Stück vom Kuchen? Fuck! Das war falsch. Falsche Tür. Oh Mann, die kommen jetzt nicht alle hoch, oder? Wenn ja, bin ich geliefert. Auch falsch. Woher kam ich nochmal? Das habe ich gehört. Huch. Gut. Dürfte es gleich kommen, ne? Bobby. Jetzt aber schnell. Wow! Wow, scheiße! Scheiße! Gerade dann haben sie geguckt, weißt du, und ich denke mir so, fick dich. So. Wir müssen auf jeden Fall weg, das ist logisch. Aber wie kommen wir da am besten weg, ja? Ich meine, ich hätte zwar ein Scharfschützengewehr, um die eventuell da wegzusnipen. Jensen, ich dachte, Sie wollen vielleicht ein paar Infos, bevor Sie den Hive betreten. Der Besitzer heißt Tong Si-Hung. Tong ist der Nachname. Angeblich hat er Verbindungen zu den Triaden. Die Chefs des organisierten Verbrechens in China. Na, großartig. Will sonst noch jemand ein Stück vom Kuchen? So, den betäuben wir mal eben. So. Sehr gut. Er hat aber nichts dabei. Und auf der anderen Seite dürfte irgendwo noch einer sein. Ja, genau. Habe ich gut gesehen mit meiner Minimap. So, da hinten könnte ich rüber. Sehr schön. Ah. Wir gehen hier rüber. Aber wie komme ich jetzt da runter? Hm. Ah, sehr cool. Okay, und jetzt nach da hüpfen. Wir packen erstmal unsere Waffe weg. Hallöchen. So, und dann können wir doch direkt weiter hier. Schon wieder was hacken? Meine Fresse. So. Mhm. Gut. Okay, gut. Wir müssen den auf jeden Fall erstmal eine Falle stellen. Und hier deffen, hier deffen. So. Ha, geht doch. Zugriff sehr gewährt. Schön. So, damit wäre die Tür offen und wir können die Abkürzung hier nehmen. Da ist noch eine Leiter. Moment, wo ist das hier, ne? Hier durch. Boah, also ohne Scheiß, hier verirrt man sich ganz schnell. So, hier ist nochmal was zu hacken. Ist doch cool. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie schon genug gehackt haben oder sowas. Nee. Huh? Abgeblockt Zugriff oder was? Gewährt. Gut.
So, wieder Credits. Ach man, das ist doch scheiße Dreck. Hey, das ist ein Rechner. Ah, Server. Wollen wir natürlich nicht kaputt machen. So, Hallöchen. Hey, Amerikaner. Jenkins vor. Yeah. Shut up. Huch. Nein, nein, hier muss ich glaube ich gar nicht lang. Fuck. I'm singing in the rain. Okay, ich muss hier doch lang. I'm sitting in the rain. I'm sitting. Mein Kumpel Les sagt im Hive nie eintritt. So, ich glaube, das ist dieser Partyclub hier, ne? Oh ja. Ach nö. Das Hive ist nur für Mitglieder, Lao Wai. Ohne Mitgliedskarte kommst du hier nicht rein. Ach komm schon. Das heißt, ich muss bezahlen, um reinzukommen. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann doch nicht jeden reinlassen. Es sei denn, er hat das nötige Geld. Kein Geld, kein Spaß. Willst du jetzt rein oder nicht? 1000. Kannst du vergessen. Vielleicht ein andermal. Okay, deine Sache. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegt hast. Werd ich das Spaß? Gut. Tja, tut mir leid für dich. Ach ja. So, damit hätte ich auch meinen Mitgliedsausweis, ne? Ganz einfach. Ohne Scheiß, was will denn der Spaß, weißt du? Will mir 1000 Credits abdrücken oder wie, ja? Kann er doch nicht einfach so machen, ne? Ich meine, hat er nicht gesehen, wie cool meine Brille aussah oder sowas, ne? War doch klar, dass ich dem in die Fresse hau. Meine Fresse, ja. So, Hallöchen. Oh, du bist ja auch augmentiert. What the fuck, du hast ja eine geile Brille. Die sieht ja voll fliegenhaft aus. Du bist auch augmentiert, sehe ich. Oh, und eure Füße auch. Okay. Ja, genau. Ah, da vorne hin. Na? Haben Sie einen Lieblingsdrink? Drinks. Ah, ich will einen Phoenix. Einen Golden Phoenix Sling. Oh, der Herr hat Geschmack, hä? Huh? Ausgezeichnete Wahl. Hier, viel Spaß damit. Dankeschön. Was soll's denn sein? Nach Tong fragen. Ich muss mit Tong reden. Müssen wir das nicht alle? Versuchen Sie es oben in der VIP-Lounge. Dankeschön. So, wir schauen mal eben gerade hier und untersuchen das erstmal. Verwendung bewährt 30 zusätzliche Punkte. Ja, wie wär's mal mit Trinke? Wow, das Zeug haut rein. What the fuck? Wow. Wenn ich gehe, muss ich mir nochmal so ein Ding bestellen, ohne Mist. Ist ja geil. Damenklo, nee, da will ich nicht hin. So. Schade, dass die Wirkung immer so schnell wieder nachlässt. Danke für den Wein. So, langsam geht's aber wieder. Ja, genau. So, bist du Tong? Arbeiten Sie hier? Ja. Das könnte man sagen. Okay, cool. Gut. Ich muss zu Ihrem Boss. Wirklich? Nun, das tut mir leid, Quailo. Aber Tong Sihung empfängt heute niemanden. Hören Sie, ich bin nicht um die halbe Welt gereist, um ein Nein zu akzeptieren. Tun Sie uns beiden einen Gefallen und sagen Sie mir, wo er ist. Genau. Oder was? Werden Sie dann wütend und reißen mit Ihren Optimierungen ein paar Wände ein? Dieser Ort heißt nicht umsonst Bienenstock. Hier gibt es jede Menge Arbeiter, die dann aus den Waben kommen, um sie aufzuhalten. Was kann Mr. Tong Ihrer Meinung nach für Sie tun? Ich suche einen Cybersicherheitsspezialisten namens Ari van Broggen. Kennen Sie ihn? Nie von ihm gehört. So aus. Ah. Was hat er getan? Ihr Mädchen gestohlen? Schuldet er Ihnen Geld? Er hat einen Auftrag vermasselt und jetzt ist er auf der Flucht vor seinen Auftraggebern. Aber das wussten Sie ja schon, denn jemand wie Mr. Tong beschäftigt keine Idioten. Und an diesen Ort kommen Leute wie van Broggen zuerst, wenn sie Hilfe brauchen. Also vergeuden Sie nicht meine Zeit und bringen Sie mich zu Tong. Genau. Sie verwechseln da was, Junge. Sie vergeuden meine Zeit. Van Broggen ist ein kleines Licht.
Tong weiß, wo er ist, aber es ist ihm egal. Er muss sich um wichtigere Dinge kümmern. Wetten, du bist Tong? Die Typen, die hinter Van Bruggen her sind, arbeiten international. Wenn sie ihn noch nicht auf dem Radar haben, hinkt Tong ganz schön hinterher. Ich kann ihm helfen, aber dazu müssten wir unsere Informationen bündeln. Erzählen Sie keine Märchen. Van Bruggen ist der Schlüssel. Sie wissen das, ich weiß das. Also weiß es Tong natürlich auch. Sie können uns nichts sagen, was wir nicht längst wissen. Oh, sicher. Das Einzige, was jemand wie Sie aus China mitbringt, ist eine Kugel im Kopf. Tun Sie uns einen Gefallen und laufen Sie nach Hause, solange Sie noch können. Oder was? So. Jetzt mal ganz langsam. Ich bin schon lange genug auf dieser Insel, um zu wissen, dass Van Bruggen ohne Tongs Hilfe hier nicht weg kann. Er muss sich irgendwo in Lower Hengsha verstecken. Und Tong kann mir sagen, wo. Ich will Ihnen zeigen, wie egal es mir ist, was Sie wissen. Wir haben Van Bruggen und wir verstecken ihn an einem sicheren Ort. Es ist unwichtig, ob Sie diese Information haben oder nicht, weil Sie rein gar nichts damit anfangen können. Das stimmt. Sie sind mit nichts hergekommen. Und jetzt wissen Sie mehr, als Sie verdienen. Und ich bekomme dafür von Ihnen nichts als heiße Luft. Es wird Zeit für Sie zu gehen, sonst passiert was. Und was? Ha? So leicht werden Sie mich nicht los. Ich habe es satt, ständig rumgeschickt zu werden. Zum letzten Mal. Wo ist Tong? Das war's dann. Schluss mit den Nettigkeiten. Wenn Sie uns Ärger machen, schlitzt Ihnen Tong persönlich die Kehle auf. Und jetzt sicher raus hier und kommen Sie nie wieder. Oh nein. Kannst du vergessen. Ich muss mich um die Gäste kümmern. Für Sie habe ich keine Zeit mehr. Sie können nicht zu Tong. Der Boss will Sie nicht sehen. Er ist sehr beschäftigt. Okay, wir müssen nach da unten. Ich würde ihn aber gerne noch K.O. schlagen. Das ist das Problem, weißt du? Ich denke mir so... Aber okay, vielleicht weiß der Barkeeper unten mehr. Ich glaube nämlich, da muss ich hin, oder? Ja, genau. Was soll's denn sein? Oben ist Tong nicht. Nicht? Sie waren in der Lounge und er war nicht dort? Nein, aber ich muss ihn dringend sprechen. Wo ist er? Manchmal muss man sich ein Gespräch mit Tong erst verdienen. Aber heute scheint ihr Glückstag zu sein, Lao Wai. Gut möglich, dass ich Ihnen dabei helfen kann. Oh. Ist das so? Und was würde mich diese Hilfe kosten? Das liegt ganz bei Ihnen, mein Freund. Ich habe ein kleines Problem. Dummerweise sind meine Leute alle beschäftigt. Und dieses Problem... Es geht um eine Frau. Sie schuldet Tong Geld. Es aus ihr rauszupressen könnte... schwierig werden. Ist kein schöner Job, aber er könnte Ihnen weiterhelfen. Interessierend. Ah, gut. Erzählen Sie mir mehr. Das wollte ich hören. Diese Frau, Jaya... Sie ist eine Maklerin. Ziemlich lukrative Sache in Hengsha, aber ohne das richtige Gespür. Sie hat ein bisschen Pech, also haben wir ihr geholfen. Wir haben ihren kleinen Sozialoptimierungschip verpasst, damit sie die Bedürfnisse ihrer Kunden versteht. Und jetzt, wo sie uns bezahlen soll, weigert sie sich. Ich soll also den Geldeintreiber spielen? Ja, aber ganz so einfach ist es nicht. Die Kleine ist abgetaucht und denkt, wir finden sie nicht. Aber sie hat ihr Handy und ihren Computer mitgenommen, um weiterzuarbeiten. Ziemlich dumm. Ich nehme an, Sie können beides ordnen. Nein, aber wir kennen jemanden, der das kann. Und hier kommen Sie ins Spiel. Bell Tower hat in der Stadt ein Überwachungssystem installiert. Jede Menge Relais-Antennen. Die müssen Sie hacken. Drei Relais müssen reichen, um auf die Datenbank zuzugreifen und Jayas Position zu triangulieren. Und dann beschaffe ich ihr Geld. Genau. Das erste Relais ist auf dem Dach eines vierstöckigen Gebäudes im Yuzhou-Viertel. Ich nehme an, zu Ihren AUX gehören auch ein Infolink und ein Navigationspaket? Ich lade die Koordinaten hoch und melde mich, sobald Sie sich reingehackt haben. Dankeschön. So, und ohne Scheiß, dieser Typ hat mich langsam wirklich überzeugt, hier diese Sozialoptimierer zu kaufen. Deswegen kaufen wir den mal. Analysiert gezielte Beeinflussung von Personen.
Ja, ja. Gut. Dann wollen wir mal. Warte mal. Immer noch eine Hauptquest. Was soll's denn sein? Hey, wegen dieses Jobs. Aha. Sollten Sie nicht auf irgendeinem Dach sein? Müssen Sie nicht noch ein paar Relais hacken? Ach man, ist doch scheiße. Ich denke drüber nach. Ja, ja. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Aha. Spaß. Gut, müssen wir eben erst diese Mission machen, bevor wir da weitermachen können. Also, auf zur Nebenmission. Mann, Mann, Mann. Man macht ja nichts sonst. Ja. So. Gut. Wollen wir mal. Also, wir müssen erstmal nach dahin. Das ist logisch. Ist nämlich da markiert. So, wir nehmen die Leiter. Geht schneller. Okay, wir müssen da hinten lang. Also hier durch diesen Tunnel. Ja, da, da, da. Gut, und ab in das, diesen District. Merkwürdig. Echt merkwürdig. Okay. Gut, wo, in welchem District sind wir jetzt? Ist auch egal. Okay. Hier hoch. Das ist kein Problem. Oh. Seriously? Dann steht da sogar eine Leiter. So, müssen wir erstmal dieses... Gute Arbeit, Lao Wai. Sie haben das erste Relais gefunden. Hacken Sie jetzt seine Sicherheitsprotokolle. Gut, wollen wir mal. Oh Gott. Gut, das könnte ein wenig schwerer werden, als ich dachte. Schwerer? Schwieriger. Okay, sehr schön. Damit ging's doch eigentlich. Zugriff gewährt. So. Inaktiv. Eins weniger. Fehlen noch zwei, mein Freund. Warum müssen wir eigentlich wieder diese Relais hacken, ne? Warum sind die so weit weg? Meine Fresse, muss das denn sein? Ist das da oben dran? Ernsthaft? Okay. Weißt du, ich spring noch, weil ich dachte, da ist ein Spalt und lauf dann einfach zurück. Oh, warum nicht, ne? Gut. Was war das? Mein Handy ist aufgeladen. Immer diese Geräusche, wenn irgendein Handy aufgeladen ist oder sowas. Gut, dann wollen wir mal. Eins weniger. Fehlen noch zwei, mein Freund. Genau. Das eine ist da hinten. So. Aha. Sehr schön. Ich wette, das ist jetzt noch viel schwieriger. Ohne Mist, weißt du, wie soll man das machen? So, wir setzen mal einen Nuke ein. 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass man entdeckt wird, ja, wenn es mehr nicht ist, ne? So, und da noch hacken. Sehr gut. Inaktiv. Gut, das war Relais Nummer 2. Fehlt noch eins. Wo ist das? Letzte? Keine Ahnung. 20 Euro? Wofür sind die 20 Euro? Dankeschön. Ist auch egal. Hey. So. Dann wollen wir mal schauen. Wie komme ich hier weiter? Hier vielleicht? Ach komm, ist doch wurscht. Ey, ohne Mist. Ach gut, dann würde ich sagen, hier machen wir einen Cut. Ich krieg irgendwie nichts auf die Reihe momentan. Und ja, ist auch egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt, durchs Ex. Bis dann, haut rein.